Recht herzlich willkommen zu Ibiza TV. Wir halten der Ausbildung den Spiegel vor. Wieso Spiegel? Nehmt ein Blatt Papier, schreibt Azubi drauf, haltet das Ganze vor dem Spiegel und schon seid ihr hier. Heute geht es um das Thema Ausbildungsnachweis und Berichtsheft. Richtig spannendes Thema, geliebt und gehasst. Bleibt dran. Wenn das Licht bricht, fängt das Leben an und sticht. Selten, dass ich mal gehe, keine Lust auf Family Flair. Mein Profil, mein Hirn ist leer, in Instagram gründe ich nicht fair. Wenn das Licht bricht, bin ich manchmal in meinem Film. Du bist Ibiza. Wie der Rest vom Rheinland schaut. Recht herzlich willkommen zurück zu Ibiza TV. Heute das Thema Ausbildungsnachweis. Im Studio heute zu Gast Herr Kotzias, Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg. Herr Kotzias, Ausbildungsnachweis, was ist das? Warum führt man das eigentlich? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ne? Ich sage natürlich auch ein herzliches Hallo nach draußen an die Betriebe und an die jungen Leute. Ja, der Ausbildungsnachweis oder landläufig natürlich auch Berichtsheft genannt, ist die Dokumentation der betrieblichen Ausbildung und natürlich Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung. Das heißt also, ganz wichtig, wenn ich mal eine Prüfung machen möchte, und deswegen mache ich eine Ausbildung, muss ich einen Ausbildungsnachweis führen. Wie komme ich denn an einen Ausbildungsnachweis ran? Also, grundsätzlich kann man den Ausbildungsnachweis entweder schriftlich, also auch handschriftlich, oder eben auch digital führen. So, dazu kann man natürlich bei einschlägigen Verlagsgruppen das sogenannte Berichtsheft erwerben, was mittlerweile aber doch recht unmodern geworden ist. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Vorlagen, bei uns natürlich downloadbar unter www.ihk-bonn.de Webcode @425. Steht nämlich genau da unten, wenn ich das richtig mitlese an dieser Stelle. Und da wir modern sind, nutzen wir natürlich den Ausbildungsnachweis der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Korrekt. Auf dieser Internetseite, der mich auch nichts kostet. Richtig. Super. Ja. Wenn ich jetzt diesen Ausbildungsnachweis runtergeladen habe, wie häufig führe ich das denn? Was schreibe ich denn da überhaupt rein? Ja, also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, den Ausbildungsnachweis führen zu lassen. Entweder tägliche Berichtsführung oder eben wöchentlich monatliche Berichtsführung. Es gibt natürlich auch die Version des nach jedem Abteilungswechsel einen sogenannten Fachbericht zu schreiben. Die gängigste Variante ist die wöchentlich-monatliche Berichtsführung. Das ist auch das, was wir empfehlen. Und zwar auch so ein bisschen in Abhängigkeit von Berufsbildern. Ne? Weil wir natürlich auch Berufsbilder haben, die für die Abschlussprüfung einen Fachreport oder sogar eine Projektdokumentation erfordern. Und dadurch kann man das sehr gut üben. Das heißt also, es gibt drei Möglichkeiten. Täglich, wöchentlich, monatlich. Und Sie sagen, am besten wöchentlich schreiben. Und einmal im Monat einen Fachbericht. So, jetzt steht auf Ihrem Spickzettel, den ich eben gesehen habe, ja, das Wort Stundenplan. Warum haben Sie sich das Wort Stundenplan aufgeschrieben und das Thema Ausbildungsnachweis? Weil zum Beispiel auch Themen der Berufsschule mit aufgeführt werden können und sollten. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, damit auch der Betrieb weiß, was wird eigentlich in der Schule gelernt. Vielleicht können inhaltliche, betriebliche Kenntnisse und Fertigkeiten sogar abgestimmt werden mit den Schulthemen. Und es ist natürlich auch für den eigenen Lernerfolg eine gute Unterstützung, wenn man das dann auch kurz vor der Prüfung nochmal Revue passieren lässt. Also, den Ausbildungsnachweis schreibe ich wöchentlich. Ich schreibe die Sachen rein, die in der Schule passieren. Ich schreibe die Sachen rein, die im Betrieb passieren. Und wenn ich das alles aufgeschrieben habe, was mache ich dann mit dem Ding? Wem gebe ich das? Ja, das bekommt dann natürlich der Ausbilder. Also wenn wir natürlich die schriftliche Version wählen würden, dann würde dann der Ausbilder den Ausdruck vorgelegt bekommen, um natürlich, sage ich jetzt mal, das inhaltlich prüfen zu können. Es sollte ja alles stimmig sein. Wenn wir die digitale Version nutzen, dann kann der Ausbilder natürlich über das Online-Tibros-Portal, was ja eine Variante ist, den freigeben oder eben ablehnen, wenn er dann eben nicht stimmen sollte. Ah, also,
Man kann das Ganze digital führen, dann kann man es also quasi in ein Portal der Industrie- und Handelskammer hochladen. Das nennen sie Tibros, das merke ich mir sowieso nicht, aber das ist so ein Portal bei der IHK, da lade ich das dann hoch und hinterher kann der Ausbilder dort das Ding abzeichnen oder ich gebe ihm das Blatt Papier, der zeichnet das auch ab. Genau. So, was ist, wenn er das nicht abzeichnet? Ja, wenn er es nicht abzeichnet, dann müsste es ja falsch sein, ne? Dann sollte der Auszubildende da nochmal drüber gucken und das eventuell verbessern. Sollte er es nicht abzeichnen wollen, weil er keine Lust hat, dann wäre es natürlich eine andere Geschichte. Dann sollte auch der Auszubildende oder die Auszubildende möglichst natürlich dann den Kontakt zum zuständigen Ausbildungsberater aufnehmen. So, jetzt könnte es ja sein, dass so ein fauler Hund wie ich ein Azubi ist, weil ich war so ein Saisonarbeiter und ich schreibe das Ganze nicht. Was macht denn der Ausbilder, damit ich das schreibe oder was passiert, wenn ich es nicht schreibe? Also grundsätzlich ist es ja, wie ich auch eingangs gesagt habe, ist es ja die Dokumentation der betrieblichen Ausbildung und eben auch Zulassungsvoraussetzungen. Sollte eben der Auszubildende es nicht schreiben wollen, dann hat er natürlich das Problem, dass er eventuell am Schluss der Ausbildung nicht zur Prüfung zugelassen wird, auf der einen Seite. Der Betrieb hat natürlich auch wiederum das Problem, er kann das nicht als Beweisfunktion hernehmen, dass eben Ausbildung durchlaufen wurde. Und somit ist der Betrieb natürlich gezwungen, sage ich jetzt mal, dieses Berichtsheft einzufordern. Ja, das klingt doch richtig nach einem Krimi. Die IHK ermittelt Beweisfunktion. Was für Beweisfunktionen gibt es denn alles? Was muss ich denn da beweisen? Also grundsätzlich ist es ja so, es muss bewiesen werden, dass, und die Beweislast liegt beim Unternehmen, dass Ausbildung durchlaufen wurde. Sollte es mal dazu kommen, dass die Ausbildung eben nicht mehr fortgeführt werden kann, dann fragen natürlich alle zuständigen Institutionen nach diesem Ausbildungsnachweisheft. Und sollte dann sich herausstellen, dass ein Ausbildungsnachweisheft nie geführt wurde, dann kann man natürlich schlecht als Unternehmen beweisen, dass eine Ausbildung durchlaufen wurde. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und der Auszubildende, der könnte sogar auf Schadensersatz klagen, weil er nicht ausgebildet wurde. Das heißt also, Sie empfehlen dem Auszubildenden in jedem Falle den Ausbildungsnachweis zu schreiben und auch wenn Sachen gemacht werden, die nicht zur Ausbildung gehören, das alles aufzuschreiben, damit man hinterher beweisen kann, dass irgendwas mit der Ausbildung nicht funktioniert hat, wenn man Sie oder einen anderen Ausbildungsberater einlädt. Richtig, genau. Super. Das heißt also für mich, das Ausbildungsnachweis kann in Heftform oder digital geführt werden. Der Ausbildungsnachweis hat eine Nachweisfunktion zur Zulassung zur Abschlussprüfung, aber auch wenn es zu Problemen kommt, wie den Schlichtungsausschuss, Arbeitsgericht oder wenn sie sich verletzen, ob Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden oder im Zweifelsfalle, wie Sie gesagt haben, sogar für Schadensersatzansprüche, für Schlechtausbildung. Und das Wichtigste natürlich auch, um selber nachvollziehen zu können, ob die Ausbildung richtig gelaufen ist. Genau. Selber ist einmal natürlich der Ausbilder, der das wissen will. Selber ist der Azubi, der das wissen muss. Klasse. Ein super wichtiges Dokument an dieser Stelle. Das heißt, bitte achten Sie darauf, dass der Azubi das führt. Und liebe Azubis, im eigenen Interesse führt den Ausbildungsnachweis. Herr Kotzias, vielen herzlichen Dank. Bis bald. Gerne doch. Tschüss. Bis dann, ne? Tschüss. Wenn das Licht bricht, fängt das Leben an und sticht. Selten, dass ich mal geh, keine Lust auf Family Flair. Mein Profil, mein Hirn ist leer, in Instagram grün wie nicht fair. Wenn das Licht bricht, bin ich manchmal in meinem Film. Du bist Ibuza, du bist mein Stoff. Du bist Ibuza, hör wie der Rest vom Rheinland schaut.